rein. Nee, bauen wollte ich. Und zwar hier was Neues. Und zwar, ich würde sagen, der fährt... Ich glaube, der fährt hier oben lang. Ich brauche eine Übergangslinie, mal ganz dezent angemerkt. Dann nimmt er hier noch mit... Die Haltestellen nimmt er nicht mit, dafür die nächste, weil sonst werden das echt viele Haltestellen auf einmal. Dann passt das ja, wenn er hier runterfährt, ne? Und dann hat er hier einmal kurz eine Haltestelle, die er mitnehmen muss. So, dann geht's hier unten lang. Hier lang ist ja... Ist das eine Kreuzung? Ist tatsächlich eine Kreuzung. Ich habe gedacht, das wäre keine. Naja, dann haben wir nämlich einen Teil mehr abgedeckt. So. So. Und dann ist das eine Expresslinie, die hier schon wieder endet, weil dann haben wir einen Übergang. Dann dreht die einmal schnell und fährt dann wieder zurück. Zack. 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 Da werden wir mehr als einen Bus brauchen. Ah, sehr gut. Gewusst wie. So, dann hier einmal hin. Und hier einmal. Das können wir übrigens ein bisschen runter machen, die Zeit. Hier weiter, hier weiter. Und dann dreht er hier, hat ein Auge gemacht, ne? Ja. Und dann hier, und dann hier. Und dann hier. So gut! Alter, 6. Nee, ganz ehrlich, nee. Den werde ich selten fahren lassen. 12 fährt ja oft. Ah, ich mach 8. Oder 9. Weil da fährt ja seltener. Wobei, da muss ich auch eine Nachtschicht einrichten dann. Ja, also Nacht muss ich einrichten jetzt mal. Ganz doof gefragt. Da ist mal ganz blöd hier. Nein. Das hier finde ich nicht so gut. Nee, dann mache ich Nacht noch ein bisschen hier. Weiter weg, so ungefähr auf 21 Uhr. Und... Ja. Dann hat sich's. Das ist unsere bescheidene Nachtlinie. Sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus, unser Fahrplan. Ja. So. Zack. Haben wir 5 Fahrzeuge, die wir dazu brauchen. Dazu öffnen wir aber unser Depot hier. Ich würde sagen, ich füge maximal 2 hinzu. Ach, übrigens, da ich schnelle Busse brauche, werde ich das hier mal kurz wegmachen. Und beim Fahrplan überall auf klein stellen. Na, das ist... Mache ich mal auf... Ich weiß nicht, ob die einen Unterschied in ihrer Geschwindigkeit haben. Aber werde ich mal auf Mittel setzen. Einfach, weil es Mittel sonst so wenig gibt. Klein... Ja gut, klein haben die auch da. Okay. Weg. Sieht schön aus. Unserem Scheißverein geht es gar nicht so schlecht, muss ich mal gerade anmerken. Ich stehe mal momentan da. Ja. Aus uns wird noch was.
Sag mal, die Einnahmen werden gerade weniger. Wahrscheinlich, weil wir Sonntag haben, aber... Unsere Einnahmen! Dafür gehen auch unsere Ausgaben weg. Unsere Einnahmen! Naja, aber... Oh, wie gesagt, so schlecht stehen wir gar nicht da. Als was wir das nötig hätten. So. Habe ich eigentlich perfekt aufgenommen? Ich muss noch 15 Minuten aufnehmen. Und in 15 Minuten haben wir 20.15 Uhr. Da sollte ich da mal langsam die Hausaufgaben machen. Das Aufnehmen dauert immer so scheiße lange. Ich meine, ich habe begonnen. Also, ganz ehrlich, das, was ich heute gemacht habe, ich kam aus der Schule, hab, Mittag kann man nicht mehr sagen, Nachmittag gegessen, bin Fahrrad gefahren, zusammen mit dem Kehlen, dann habe ich geduscht, bin jetzt hier beim Aufnehmen. Ne, Entschuldigung, duschen tun ja Gamer nicht. Ich habe nicht geduscht. Danach habe ich mich hier vorm PC gesetzt. Oh Gott, Gamer ist auch schon wieder so ein Wort. Ganz ehrlich, in deutschen Sätzen hasse ich englische Ausdrücke. Finde ich schrecklich. Das ist auch ein Grund, warum... Nehmen wir mal zum Beispiel Altes Life. Apropos, davon ist heute wieder eine Folge rausgekommen. Oh, muss schauen, muss schauen, muss schauen. Ganz ehrlich, zu Altes Life sage ich euch gleich was. Deshalb, Sarazar finde ich eigentlich da auch ganz cool, muss ich sagen. Nur jetzt in der zweiten Folge ist er schon wieder mit seinem Game angekommen. Ich hasse das, wenn er sagt, das ist echt ein cooles Game. Es ist denn daran so schwierig, Spiel zu sagen. Das ist echt ein tolles Spiel oder das ist echt ein cooles Spiel oder so. Aber Game? Oh Gott, nee. Wir sind in Deutschland und nicht in einem Land, wo man englische Ausdrücke, weil es cool ist, in deutschen Satz verwenden. Altes Life übrigens. Sau geiles Spielprinzip. Ist auch gut umgesetzt. Ja. Die Umsetzung hat hier und da noch ein paar Mangel, aber sie ist grundlegend gut umgesetzt. Da gab es ein bisschen Chaos, weil die eben noch miteinander im Teamspeak verbunden sind. Und dann eben noch auf die einzelnen Channel wegen Rede mit Polizei und so gehen mussten. Deshalb. Gut. Deshalb war das ein bisschen durcheinander, aber es ist auch gut umgesetzt. Ja. So gegen das Spiel habe ich eigentlich nichts. Nur, warum ich es mir nicht kaufen werde. Weil, das ist ein Mod für Arma 3. Und ich werde mir für ein Spiel, was ich definitiv... Na, nie werde ich, will ich nicht sagen, weil man sagt niemals nie... weil ich es definitiv sau selten, extrem selten spielen werde. Und für so ein Spiel, was ich extrem wenig spielen werde, ich meine, Altes Life werde ich viel spielen. Aber das ist ja nur ein kostenloser Mod dazu. Aber für ein Spiel, was ich selten spielen werde, gebe ich doch keine 40 Euro aus. Sagen wir so, nicht wieder. Naja, also, die Add-ons für Train Simulator sind sau teuer. Und, ich finde, für den Preis spiele ich so zu wenig. Boah, ich philosophiere hier schon wieder rum. Merkt das eigentlich jemand? Morgen bin ich in Stuttgart, weil wir da einen Ausflug haben. Und da habe ich mir vorgenommen, U-Bahn zu fahren. Dürfen wir aber gar nicht. Bin ich voll gemein. Jetzt mal ganz ehrlich, wo steht denn hier die Prozente Schwarzfahrer, die wir erwischt haben? Hier steht nämlich nur die Einnahmen von den Bußgeldern. Der Zinssatz verändert sich, kann das sein? Ich muss nochmal zu einem anderen Zeitpunkt nach dem Zinssatz kommen. Gucken. Ah, hier haben wir schon wieder zu wenig verdient, der... Der ist okay, der ist auch okay. Ja, hier steht 20%. Wir haben 50, das finde ich eigentlich in Ordnung. Ich meine,